Ja, das Thema Nettolohnoptimierung oder auch Entgeltoptimierung und Unternehmenskasse, in welchem Zusammenhang, in welcher Verbindung steht das Ganze zueinander? Zum einen ist natürlich die Unternehmenskasse oder auch pauschal dotierte Unterstützungskasse wirklich ein Instrument, um ein Vergütungssystem zu optimieren. Es ist eine sehr große Hebelkraft darin, einem Mitarbeiter statt einer Lohnerhöhung eine betriebliche Alterssorgung zu geben, die Steuervorteile, die Sozialversicherungsvorteile und die Effizienz in der Verzinsung von Anfang an geben hier einen sehr großen Spielraum. Das ist mal der eine Zusammenhang, wie man hier als ganz einfaches Instrument eine Unternehmenskasse als Weg und Mittel der Entgeltoptimierung in ein Unternehmen einführen kann. Der zweite Zusammenhang ist aber dahingehend, wenn ich eine Entgeltumwandlung betreibe mit klassischen Wegen und Instrumenten wie dem Tankgutschein, wie dem Handy, wie der privaten PC-Nutzung, wie verschiedene andere Dinge, der Werbung auf dem Auto, Autoschilder, verschiedene andere Dinge, die hier denkbar sind. Und die Vergütungsstruktur wird dementsprechend modifiziert, kommt es ja zwangsweise auch immer zu Einbußen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und diese Einbuße muss natürlich in irgendeiner Form auch ausgeglichen werden. Und das ist natürlich hocheffizient, wenn ich das mit einem Instrument machen kann, wie der Unternehmenskasse, weil hier wirklich auch bei kleinen Beträgen jeder Euro angelegt wird. Es gibt nicht die gigantischen Stückkosten, die den Mitarbeiter treffen in Relation zum Sparbeitrag. Es gibt nicht die Verluste durch Storno und ähnliche Dinge, sondern der erste Euro verzinst sich. Er verzinst sich mit einem Zinssatz, den der Arbeitgeber festlegt, sagen wir 2,5% vom ersten Euro an, hocheffektiv. Und es führt letztendlich dann auch zu einer Versorgungsleistung, die sowohl für den Arbeitnehmer interessant sind und für den Arbeitgeber erst im Rentenalter tatsächlich zu einem Mittelabfluss führen. Das heißt, auch die Liquidität hier für den Arbeitgeber in der Zwischenzeit nutzbar ist. Und das so zu gestalten, es hat aus meiner Sicht deutliche Vorteile gegenüber einer Versicherungslösung und ist betriebswirtschaftlich, steuerlich und sozialversicherungsrechtlich aus verschiedenen Gesichtspunkten einfach schlichtweg interessanter und effizienter.